Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Ich war letztens ein bisschen auf YouTube unterwegs und dann ist mir eine Serie entgegengekommen, die ich gerne mit euch anschauen würde, weil die so ultra gut ist. Ich habe da jetzt mal ein paar Szenen rausgeschnitten, die pädagogisch sehr wertvoll sind für alle Kinder, die das auf Kika angucken. Also fangen wir an. Und zwar geht es um die Jungs-WG im Schnee, nennt sich diese Serie. Kurz gefasst, es geht um 5 Jungs. Die heißen jeweils Felix, Philipp, Lukas, Joel und Tom. Ehrlich gesagt waren es, glaube ich, 6 Leute. Ich meine zu glauben, dass einer Digger hieß. Geil, Digga! Digga. Geiles Teil, Digga. Hast du überhaupt nichts gemerkt, Digga? Jetzt kommen wir noch ein, Digga. Was hast du noch dabei, Digga? Digga. Wie, Digga? Digga, du hast geschnarcht wie so ein verrücktes Pferd, irgendwie. Mega Mädchen, Digga. Fresh, Digga. Es könnte natürlich sein, dass er die Kamera gehalten hat. Aber egal, auf jeden Fall, diese 5 Jungs, beziehungsweise 6 Jungs, werden nach Südtirol geschickt, um in einem Penthouse für 4 Wochen zu leben, ohne ihre Eltern. Das Durchschnittsalter beträgt 14 Jahre. Darauf greifen wir später nochmal zurück. Fangen wir mit dem ersten Tag an. Lukas packt seinen Koffer. Packtechnik? Nee. Das ist keine Packtechnik. Packtechnik überhaupt nicht. Nee. Ich tue jetzt einfach mal irgendwie alles rein, was ich so habe. Nee. Unterhosen, Unterhosen, Unterhosen. Nee. Socken, 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 Socken. Nee. Das sind schon mal die coolsten. Nee. Oh mein Gott, wie soll das alles reingehen? Nee. Als nächstes wird Tom vorgestellt. Tom sammelt gerne Kakteen. Und ich sammle auch gerne Kakteen, habe jetzt nicht so viele, aber die habe ich schon echt sehr lange. Ja, immerhin, 6 Stück hat er schon. Ehrlich gesagt muss er sich in Acht nehmen, weil ich hol bald auf. So, weiter geht's mit der Begrüßung am Bahnhof mit Lukas und Joel. Seht selbst. Alles klar? Hi. Hi, Joel. Ah, awkward handshake. Hi! Joel hat sich natürlich auch vorgestellt und dabei eine sehr interessante Theorie zu Schuhen geäußert. Und hier Schuhe. Gehört zu jedem guten Outfit auf jeden Fall dazu. Ja, nee. Ich hab zu jedem Outfit eigentlich immer barfuß an. Und jetzt kommt mein Lieblingskandidat Felix. Die folgende Szene könnte eventuell ein bisschen romantisch werden. Wir sind jetzt seit einem Monat zusammen. Ganz frisch. Ich glaube, seine Art war ziemlich süß. Warum sind die nicht süß? Muss natürlich uns passieren. Wir haben dieses ganze Gepäck und müssen jetzt extra noch Treppen gehen. Dachte mir auch, das ist, muss Schicksal gewesen sein. Hä? Was sagt ihr da? Aber es ist eigentlich voll, ja, ich sitze in einer voll ich mache jetzt die nächste Szene. Als wir die Tür aufgeöffnet haben zum Penthouse, habe ich mich schon wie so eine kleine Prinzessin gefühlt in so einem richtig riesigen Königreich. Prinzessin. Das stimmt was nicht. Ohne Taschengeld geht natürlich nichts und deswegen bekommen die Jungs für eine Woche 500 Euro Geld. Geld! Ja, Mann. Ja, Mann. Scheiße! Lut, Lut, guckt! Das war es leider schon mit Tag 1. Was anderes Spannendes ist leider nicht passiert. Jetzt geht's weiter mit Tag 2. In der Früh müssen sich die Jungs natürlich erstmal richtig fresh machen. Und da gibt's eine interessante Unterhaltung zwischen Joel und Felix. Was hast du eigentlich an der linken Arm? Ist das ein Tattoo? Ja, da hast du doch gesehen, neben meinem Bett ist doch das Bild von meinem kleinen Neffen. Ja. Und der ist der Thiago und dafür steht das T und am 11.07.2012 ist er geboren. Der ist 13? Was zum Arsch? Ich meine, 13, was geht denn bei dem ab? Ich meine, ich habe meins mit 11 gemacht. Das ist peinlich. Dabei bleibt's aber nicht. Nein, jetzt wird's erst richtig ernst. Zeit für ein Männergespräch. Rasiert sich einer von euch schon? Also ich schon. Halt im Gesicht und halt auch weiter unten rum, ne? Ja, okay. Da, im Gesicht habe ich noch nicht wirklich viel. Aber unten rum doch auch schon. Das, um ehrlich zu sein, irgendwann, wenn du da so einen richtigen Busch hast, dann juckt es auch mal so. Und dann musst du immer mehr noch pflegen. Und dabei rasierst du unten rum und dann. Gut, dann war es bei mir zumindest noch nicht lange genug, dass er gejuckt hat. Good to know. Ehrlich gesagt sehe ich dahinter keinen pädagogischen Wert. Ich meine, wenn es Neunjährige sehen, gehen sie erstmal ins Bad, schnappen sich Papas Rasierer und rasieren sich dann ihre kleinen Böllerchen da unten ab. Nächste Szene ist im Lift zwischen Lukas und Felix. Seit wann bist du eigentlich mit deiner Freundin da zusammen? Seit einem Monat ungefähr. Seit einem Monat schon? Ja. Wow, ein Monat.
Krass. Ja, normalerweise halten die Beziehungen in dem Alter ja immer nur 2 Tage. Und auf was für Typ von Mädchen stehst du so? Auf jeden Fall braunhaarig und dann blaue Augen. Ey, das sind Mädchen! Mädchen! Unglück, das sind Mädchen! Oh mein Gott! Ich schwöre, was ist denn das? Hä, was ist denn das? Das kenne ich nicht, ey. Ist voll komisch, keine Ahnung, ist nicht Junge. Kenne ich nicht. Natürlich muss man sich in diesem Haushalt auch selbst versorgen und deshalb haben sich die Kinder gedacht, darf neben der Benjamin-Blümchen-Torte der Rubble-Bubble-Sekt nicht fehlen. Sie packen auch Dinge in den Wagen, die daheim vielleicht nicht in die Einkaufstüte kommen. Lass mal anstoßen, warum nicht? Okay, aber das welche... Strawberry. Alter Mann, ich schwöre, Mann, der ballert dich so weg, habe ich schon 5-mal von gekotzt, ey. Ich würde jetzt alle 16-Jährigen bitten, wegzuschalten, weil jetzt kommen wirklich die knallharten Party-Exzesse und jetzt geht's. Einfach bitte wegschalten, das ist echt brutal. Nach traditioneller Art feiern die Jungs eine Skitaufe mit Kindersekt. Und dann wird's echt pervers. Ich meine, wenn man das Bild unten wegschneidet, dann weiß man ganz genau, was die da gemacht haben und getrieben haben. Und man will es sich nicht vorstellen. Und man weiß halt wirklich, dass man sich dafür auch schmutzig macht, weil man weiß, dass man den ganzen Strahler nicht in den Mund bekommt. Da ist das Ganze auf mein ganzes T-Shirt gelaufen. Das ist jetzt richtig schön dreckig und das darf ich jetzt auch erstmal richtig schön waschen. Ja, nachdem dann alle Hacke voll waren, gab es auch kein weiteres Filmmaterial vom zweiten Tag. Wenn euch dieses Format taugt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich das vielleicht öfter. Ansonsten wollte ich mich nochmal bei euch bedanken, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass ich schon 85 Abonnenten bekomme und das am, ich glaube, dritten Tag. Ja, und jetzt strengt euch mal ein bisschen an. Ich mag innerhalb einem Monat 1 Million haben, weil es okay ist, sonst nicht, sonst mache ich nicht weiter. Also, bis zum nächsten Video.